Für einen Menschen, der mit Pen and Paper und Tabletop Games ein großes Hobby gefunden hat, gibt es in der Videospielbranche in dem Thema relativ wenig zu tun. Ich meine jetzt damit nicht CRPGs wie Divinity Original Sin 2, wo es Proben zu seinen jeweiligen Fähigkeiten gibt. Ich meine wirklich, die sich mit dem Thema Tabletop oder Pen and Paper befassen, außer Knights of Pen and Paper. Da gibt es wirklich nicht viel. Und als ich denn aber Wintermore Tactics Club gefunden habe, wusste ich, das wird ein extrem gutes Spiel. Wintermore Tactics Club ist ein kleines SRPG. Man könnte es jetzt mit Fire Emblem vergleichen oder mit XCOM oder sonst irgendwas, aber irgendwo auch nicht, weil es geht mehr in die Richtung von Final Fantasy Tactics, aber noch mehr in die Richtung von Into the Breach. Aber was geht es eigentlich in Wintermore Tactics Club? Wir spielen die junge Alicia, die an der Wintermore Akademie ist, um einfach ihren Abschluss zu machen. Und als kleine Erholung hat sich die junge Alicia sich entschieden, sich einem Club beizutreten, wie jeder andere Schüler auch nach seinen Interessen, wie AGs oder sonst irgendwas. Und dort dann einfach ihren Hobbys nachzugehen. In ihrem Fall ist es der Taktik-Club und der Taktik-Club ist eigentlich nur ein Pen-and-Paper-Tabletop-Club, wo sie mit zwei Freunden verschiedene Kampagnen spielen. Eines Tages kam aber der Schuldirektor um die Ecke und hat ein Schneeballturnier einberufen, wo alle Clubs der Schule gegeneinander antreten sollen. Und der Verlierer jedes Clubs muss seinen Club schließen und darf diesen auch nicht neu gründen und soll alle Clubaktivitäten einstellen. Alicia und ihre Freunde haben daraufhin sehr viel Angst um ihren Taktik-Club und ihr großes Hobby. Und sie müssen halt einfach gezwungenermaßen mitmachen. Ja, wie sieht das Gameplay dahinter aus? Es spielt sich wie eine Visual Novel, wo wir uns in verschiedenen Gebieten bewegen können und begleiten Alicia durch den Schulalltag und durch den Turnieralltag. Die Kämpfe, die Schneeballkämpfe und auch die Kampagnenkämpfe, weil wir spielen Alicia zwar, aber die Kämpfe finden alle in ihrer Gedankenwelt statt, von ihren Pen and Paper Character Anya und den ihrer Freunde. Also sind eigentlich die Charaktere, die wir spielen in unserer Party, die wir spielen, unsere Pen and Paper Charaktere, die verschiedene Fähigkeiten bekommen, etc., wenn wir Kampagnen spielen. Und das finde ich eine sehr coole Idee an sich. Auch neue Schüler treten den Club bei, die einfach ein Hobby entwickeln wollen, ein neues Hobby entwickeln wollen, weil ihr altes ja gestohlen worden ist. Und eine Freude, dass sie ein Tabletop Pen and Paper gefunden haben. Und das sind dann neue Charaktere. Und auch die bekommen neue Kampagnen und alles drum und dran. Die Kämpfe laufen eher wie in Into the Breach ab. Wir haben leichte Fähigkeiten, die Bewegungen einschränken. Wir haben Fähigkeiten, die Felder in Brand stecken, etc. und sind eher mehr kleine Puzzles. Und es wird auch immer genau angezeigt, welcher Gegner welchen Charakter angreift. Sagen wir, der Goblin hat immer den Effekt, er greift immer den nahesten Gegner an. Oder ein anderer Gegner hat den Effekt, ich greife immer Alicias Charakter an. Dadurch hat man immer eine sehr starke Kontrolle über das Schlachtfeld und sehr viele Sidequests zu machen, was mehr Tiefe die Charaktere bringt. Dafür, dass das Spiel relativ kurz ist, ich habe jegliche Sidequests und drum und dran in 11 Stunden ungefähr abgeschlossen. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber auch nicht sehr wenig. Für 15 € kann man das jetzt schon machen. Dann kommt auch die Rechnung von manchen Leuten hoch, dass eine Stunde eine Spielzeit ist. Also 1 € eine Stunde Spielzeit ist. Aber auch an sich, wenn das im Sale ist, kauft ihr es bitte sowieso, wenn ihr Tactics RPGs mögt. Weil es gibt kein anderes Spiel, was sich mit der Thematik auseinandersetzt. Und ich frage mich, warum eigentlich? Und es gibt so viele interessante Charaktere. Es gibt ein paar sehr kuriose Charaktere. Und man weiß auch nicht, wie manche zueinander stehen. Zum Beispiel gab es immer einen Charakter, der zu den Alicia aufschaut, aber ich habe bis heute noch keine Ahnung, ob das jetzt Schwestern sind oder nicht. Das habe ich einfach legitim nicht verstanden. Und ja, ich empfehle jeden, der Tactics RPGs mag, als kurzes Spiel einfach Wintermore Tactics Club. Und jeder, der mit Pen and Paper und Tabletop Freude hat mit dem Thema, auch hier einfach nur mal einen Blickwinkel von einer Schülerin zu sehen, die doch ihr Hobby sehr gerne mag und auch versucht, andere Leute, die vielleicht damit gar nichts zu tun haben wollen am Anfang oder man auch gar nicht denken mag, dass die Leute Interesse daran haben können,
oder könnten, besser gesagt. I guess, es kann für jeden was sein. Es ist für jeden was. Wenn man das richtige Spiel, das richtige System und die richtigen Leute dafür hat, ist dem Thema keine Grenzen gesetzt.